Die Weinkellerei Luhn wurde 1840 von Alois Luhn gegründet und gehört zu den ältesten Weingütern Südtirols. Das kompromisslose Qualitätsstreben der Kellerei bescherte dem Weingut den Aufstieg in die erste Liga der Südtiroler Weingüter. Der Rosenmuskateller ist ein Aperitivwein, der mit seiner einnehmenden Süße sehr gut mit Desserts und kräftigen Lebensmitteln harmoniert. Im Glas zeigt sich der Wein in einem schönen Himbeerton. Im floral-würzigen Bouquet haben wir Aromen von Erdbeere, Bittermandel, Muskat, Rosen und kräutrige Noten. Am Gaumen ist er intensiv würzig mit einer schönen Frucht, einem feinen Spiel, einer einnehmenden Süße und einem langen Nachhall. Dieser Wein passt ganz hervorragend zu Desserts mit Marzipan. Reichen Sie doch mal diesen Rosenmuskateller zur Begrüßung Ihrer Gäste, anstatt eines Schaumweins. Ihre Gäste werden sicherlich positiv überrascht sein. Wir bewerten diesen Wein mit 83 von 100 Punkten bei dem Lagerpotenzial bis 2011. Aus dem Burgunderglas der Vinja-Serie präsentiert er sich sehr gut.